Die Manson-Familie, das waren 30, 40 junge Leute, sie nahmen Drogen, praktizierten freie Liebe, waren Hippies und Außenseiter, die mit dem Establishment, wie man damals sagte, nichts zu tun haben wollten. Für Manson war das Bürgertum schon immer der Feind und jetzt, inmitten dieser jungen Leute, fühlte er sich im Paradies. Er, der Knastbruder, war plötzlich Mittelpunkt, der Guru, der Oberhippie der Gegenkultur. Macht Liebe, keinen Krieg, hieß es. Fick auf Reality-Soaps auf RTL oder ProSieben. Komm zu uns und du siehst eine wirklich glückliche Familie. Meine Frau und ich vergnügen uns auf Kosten anderer Leute. Locken Menschen zu uns in die Wohnung, um sie dann zu häuten. Blut und Innereien zieren den Eingangsbereich. Wir sind keine Egoisten, denn wir teilen das Fleisch mit unserem Mund. Schatzi, rech mir doch mal bitte den Fressnapf. Pfui, Rexlas, die Pfoten von dem Kopfsalat, du Frechdachs. Wir essen das, gepökelte Menschenfleisch. Im Abgang ein Glas Rotwein, doch es wird nicht das letzte sein. Wir geben uns so richtig die Kante, als würden wir einen Ani-Film schauen und schlitzen die Schlampe, die wir entführt haben. Leidenschaftlich auf wie einen Kartoffel, sag mal gucken, ob ihr abgehackter Kopf in ihre Fotze passt. Mit nem rostigen Nagel wird sie an den Brüsten aufgehangen und ihr warmes Blut trinken wir genüsslich aus der Spalte. Weißer Hackestein, toten Schädel und die Suppe, die da rausläuft, sieht so aus wie rote Beete. Lecker, lecker. Dazu brate ich mir dein rechtes Bein und zum Nachtisch gibt es deine tiefgefrorenen Innereien. So wird gegessen in gediegenen Kreisen, Weinscheiben mariniert mit geriebenen Leichenteilen. Bedeutet für uns das perfekte Dinner. Wir speisen das köstliche Aas, während das Kerzenlicht flimmert. Ein Blut erwärmt im Winter und ist gut gegen Gicht. Sexspielzeug ist viel zu teuer, da tust auch ein Kruzifix. Oder dein abgehackter Arm. In der Stadt beschreiben die Nachbarn uns als abgefuckt und krank. Doch die haben keine Ahnung, wie krank wir wirklich sind. Unsere Fantasien überschreiten die Grenzen des Möglichen. Wahre Liebe ist halt frei von Zwang und Grenzen. Kommt doch mal vorbei, klingen bei Familie Manson. Was immer notwendig ist, muss getan werden. Muss jemand getötet werden, ist daran nichts Falsches. Du tust es. Und dann machst du weiter. Du nimmst dir ein Kind und gehst in die Wüste. Du nimmst dir so viele Kinder wie möglich. Und du tötest jeden, der sich dir in den Weg stellt. Das sind wir.